Und das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Why shouldn't we fear death? What offers death save erasure? Ja, das erinnert mich fast wirklich an den Eistempel in Zwillingsulmen. Und warum sollten wir den Tod nicht fürchten? Was hat er denn zu bieten außer Auslöschung? Der Mann, der zu dem Raum spricht, trägt dieselben abgetragenen Ruhm wie der Rest der Versammelten, doch sein Kopf ist in besudelte Leinenstreifen gewickelt und er hat Hörner auf dem Kopf. A return to life, cleansed of experience and understanding. Ignorant, set to suffer again, to repeat our mistakes endlessly. Eine Rückkehr in ein Leben, gereinigt von Erfahrung und Verständnis. Ignorant, wieder vom Leiden unterworfen, um unsere Fehler zu wiederholen, ewiglich. To fail. Zu versagen. But the beast would spare us this suffering, would offer us succor, mercy. Aber diese Bestie würde uns dieses Leiden ersparen, würde uns Beistand leisten, Gnade. Sein Kopf neigt sich leicht. But it seems our guest has arrived. Come, Duskspeaker, join our circle. Aber es scheint, als wäre unser Gast eingetroffen. Kommt, ihr Sprecher, komm in unseren Kreis. Look upon the Duskspeaker and be glad, brothers and sisters, for he heralds an end to your suffering. Seht den Dämmersprecher und frohlockt, Brüder und Schwestern, denn er verkündet ein Ende unseres Leidens. Ich bin euer Dämmersprecher und gekommen, um von eurer Dämmerung zu sprechen. Ständig werde ich so genannt. Ich nehme an, das habe ich dir zu verdanken. Ich diene einem Gott und es ist nicht Rimgrant. Ich bin niemandes heiliger Mann. Laut seufzen. My own thoughts exactly. Genau das habe ich auch gedacht, ja. I present to you the Watcher of Kaad Nua, Father of the Defiance Bay Riots. Ich präsentiere euch Hagrim von Das Ewige Weiß. Ja, da bin ich ja, ist Hagrim ja her. Was toll passend ist, weil die ja alle aus dem Ewigen Weiß sind. Wächter von Kaad Nua, Vater der Unruhen in Trutzbucht. Da danke, ich bin nicht Haus. In whose wake fell the Hollowborn curse upon the Deerwood? Der den Fluch der Hohlgeborenen über den Deerwald brachte. Der Fluch hatte sich schon lange vor meiner Ankunft dort verbreitet. Das ist merkwürdig. Eigentlich bin ich sicher, dass ich den Fluch beendet habe. Moment, wie war das mit den Unruhen? Nichts sagen. Nehmen wir mal die zwei. Who dethroned Lord Radric, rightful Thane of Gilded Vale, plunging that land into anarchy. Er war es, der Lord Radric entthronte, den rechtmäßigen Thane von Goldtal und damit das Land in Anarchie stürzte. You mean there's alternatives to government by brawling? We don't get to see a lot of places that have their act together. Du meinst, es gibt Alternativen zum Regieren durch Prügeleien? Wir sehen nicht gerade viele Orte, die sich gut anstellen. Anarchie ist besser als Tyrannei. Wer noch nie von ihm gehört. Dann ist er zurückgekommen und ich habe ihn nochmal getötet. Können wir nochmal über die Sache mit den Unruhen reden? Nehmen wir mal die drei. Who scattered the faithless blood-drinking Ethic Null? Wer hat die Untreuen verstreut? Bluttrinkende Ethic Null. Das ist meine Antwort auf verrückte Kulte. Der war für Beerat. Mal ernsthaft, die Kämpfe waren ganz und gar die Schuld eines Mannes namens Taos. Ah, das war für Beerat. Whose very stone and soil gave rise to the great green giant that even now strides across the Deadfire. Und dessen eigenem Stein und Boden der grüne Riese entstammt, der nun durch das Todesfeuer streift. Ach, zum Erdbein. Schloss zerstört. Ja, ich habe Eotas gerufen, auf dass er die Meere in Schrecken versetzen sollte. Und der ist gekommen. Ich glaube nicht, dass mein Handeln etwas damit zu tun hat, indem wir die Eins, er hat mein Schloss zerstört. Die versammelten Murmeln gebete vor sich hin und erheben ihre Hände in demütiger Dankbarkeit zum Bestien des Winters. Warten, ihr hebt eine Hand und das Gemurmel verstummt. Full glad are they to see you, Watcher, for they came to pay homage to Rimurgand and bear witness to the final dissolution of Eora by his hand. Sie sind glücklich, dich zu sehen, Wächter, denn sie kamen, um Rimgrant die Ehre zu erweisen und dem endgültigen Untergang Eoras durch seine Hand beizuwohnen. Supi! Your coming fulfills prophecy. Wheresoever strides the Duskspeaker, so falls falsehood torn away, so discards false cycles, so quiets dawn and dusk. I have high hopes for you.
Deine Ankunft erfüllt die Prophezeiung. Wo immer der Dimmersprecher streitet, wird die Falschheit wie ein Vorhang weggerissen. Zerbrechen falsche Kreisläufe, enden Abend- und Morgendämmerung. Er setzt große Hoffnungen in dich. Sie setzen große Hoffnungen in dich. Tut mir leid, aber ich bin nicht hier, um das Ende der Welt einzuleiten. Warum wollt ihr alle so dringend sterben? Hast du mich deswegen hier eingeladen, um deine Prophezeiung zu erfüllen? Du magst recht haben mit dem Chaos, das mir folgt. Nehmen wir mal die 2. Death isn't their goal, Watcher. These ones seek an ending beyond death. An absolute nihility. Ja, das war mir schon klar. Der Tod ist nicht ihr Zielwächter. Diese hier suchen ein Ende jenseits des Todes, eine absolute Auslöschung. This one seems curiously well versed in our doctrine for an outsider. Unless perhaps she is not an outsider at all. Diese hier scheint sich seltsamerweise gut mit unseren Doktrinen auszukennen für eine Fremde, außer sie ist vielleicht gar keine. I grew up among the Twilight Dwellers. I've heard it all before. Ich bin bei den Dämmerungsbewohnern aufgewachsen. Ich habe das alles schon mal gehört. Edwin steht mit verschränkten Armen da und runzelt die Stirn. Sie fordert Vatnir mit einem Blick über die Linsen ihrer Brille hinaus heraus. Hast du mich deswegen hier eingeladen, um deine Prophezeiung zu erfüllen? Vatnir sagt einen Moment lang nichts. Seine unbewegliche Maske verbirgt seine Gesichtszüge, aber die Neigung seines Kopfes verrät, dass er über deine Frage nachdenkt. I think perhaps more to put your role in it to the test. Prophecy fulfills itself by its nature. But your identity as the Duskspeaker, that's not yet irrefutable. Ich wollte vielleicht eher deine Rolle darin auf die Probe stellen. Prophezeiungen erfüllen sich selbst aufgrund ihrer Natur, aber deine Identität als Dämmersprecher ist noch nicht unumstößlich. Ja, tut mir leid, aber ich bin nicht hier, um das Ende der Welt einzuläuten. Precisely my point. Whether or not you mean to cause chaos, chaos follows in your wake. You're chosen, whether or not you choose to be. Genau das ist mein Punkt. Ob du es beabsichtigst oder nicht, das Chaos folgt dir auf Schritt und Tritt. Du bist auserwählt, ob du es möchtest oder nicht. Now, if we may have the pleasure of your company, Duskspeaker, we've prepared a feast, at least by the standards of our humble means, for your... Wir hoffen, du erweist uns nun die Ehre deiner Gesellschaft, Übersprecher. Wir haben ein Festmahl vorbereitet, zumindest nach unserem bescheidenen Maßstäben ist es das, zu deinen... Deine Worte werden von einem Beben abgeschnitten, das die Erde unter dir zittern lässt. The messenger returns. Der Vorbote ist zurückgekehrt. Warten jetzt Zeit zum Eingang der Zuflucht. Go forth and bear witness to his message. Geht hinaus und bringt, legt Zeugnis über seine Botschaft. Er ist zurück, er ist wegen mir gekommen, ja, sehr schön. Was hat sich hier so getan? Der verehrte Gast? Ja. Ich habe erfahren, dass Vatnir der Anführer der Dämmerung häufig predigend in einer Kapelle anzutreffen ist, die sich im Hauptgebäude der Siedlung befindet. Er müsste wissen, warum ich hergerufen wurde. Vatnirs Predigt über meine Rolle beim Ende der Welt und dem Tod von allen Dingen wurde von einem lauten Tumult draußen unterbrochen. Die Boden wurden durch den Lärm seltsam beschwingt. Ich muss herausfinden, was da los ist. Nebenaufgaben. Rösten der Toten. Nee, Vatnir, der selbsternannte Braumeister von Botenwacht, bat mich um Hilfe beim Verbessern seiner Römsioner-Rezeptur. Ein Bier, das von Elfen sehr für den Schutz geschätzt wird, das es gegen die Kälte bietet. Nevadir glaubt, dass eine einfache Ergänzung sein Bier noch wirksamer gegen Frieren werden lässt. Frostzones druckt den Teil eine Flüssigkeit, die sie davor bewahrt, bei niedriger Temperatur einzufrieren. Nevadir glaubt daran, dass sie bei Gestandenen, die sie sich einverleiben, eine ähnliche Wirkung hat und verlangte, dass ich so viel Frostkonstrukt Flüssigkeit sammle, wie ich nur finden kann. Frostkonstrukte wurden tief im Inneren in der toten Scholle gefunden. Aha. Die Botin Britte bat mich darum, ein Problem zu lösen, das die Verehrer von Rim gerade in der Botenwacht beschäftigt. Die Kultanhänger, die vor ihnen in der toten Scholle ankamen. Diese Pilger haben über der Wacht ihr Lager errichtet und greifen jeden an, den sie sehen.
Feindliche Pinger haben ein Lager zwischen der Botenwacht und Rimkans Tempel errichtet. Ich werde sie besiegen müssen, wenn ich die Sicherheit der Wacht erhalten will. Oder einen sicheren Weg zum Witmat. The messenger awaits you. I shall follow close behind. Mhm. Ich komme ja schon. Oh, Alof hat Level Up. Dann leveln wir ihn mal auf. Ein bisschen Heimlichkeit und ein bisschen Diplomatie. Und ein Zauber. Wand der Schwächung. Habe ich nicht schon? Ach ja, die Wand habe ich, die Kraftwand. Wand der Schwächung. Falle diese Wand durch Regen und seinen Stil verliert Zeit. Weil der Zeit von allzeitlich begrenzten positiven Status für Effekte, mit denen sie belegt sind. Nicht so wirklich. Abwehr und Genauigkeit. Nicht unbedingt. Diese Zombie schützt einen mächtigen Kampfstab, der die Abwehr erhöht und Feinde bei jedem erfolgreichen Angriff wegschießt oder zurücklässt. Nicht unbedingt so toll. Ermächtigungen verstärken brauche ich auch nicht unbedingt. Vielleicht was niedrigleveligeres auswählen. Hier zum Beispiel oder Flammenwand. Flammenwand klingt gut. Na, dann gucken wir mal, was uns da draußen Böses erwartet. Ein Auerochse? Er ist zurück. Au. Such grace, such majesty. No, don't leave. Come back. That creature seems set on laying waste to this place. Should we intercede? Der Vorbote, aha. Ja, hier wurden recht viele Boten getötet. Da sie ja alle jetzt tot sind, brauchen sie das nicht mehr. Was schreibt die Schrift? Im Questlog steht nichts Neues. Aber das ist nur ein stinkender Leichendrache. Der Drache, besser gesagt, diese verweste Hülle in Form eines Drachens, richtet eines seiner leuchtenden Augen auf dich. Du spürst, wie sein Blick auf deine Seele fällt und dein Geist ausspäht. Ein tiefes Grummeln steigt aus dem Schuss des Drachen empor. Es klingt bedrohlich, wird jedoch nicht zu Worten. Was suchst du diesen Leuten an? Du sollst der Vorbote von Rimkranz sein. Das Band der Kreatur kreuzt sich über fauligen Fangzähnen, während dir Gelächter am Rand deiner Gedanken schallt. Ja, nach meiner Erfahrung lieben Drachen es normalerweise, sich selbst reden zu hören. Der Drache verlagert sein Gewicht und zwar beim Schnee und Eis unter den Klauen seiner Füße, als er sich zu dir umdreht. Okay. Tachchen. Alof Feuerball.
Lava Rubion. Dorden. Und heilige Macht. Au. Yeah.